Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist es soweit, oder morgen ist es soweit, am 11.07.2021. Leider wieder sehr unattraktive Zeit. 4 Uhr morgens beginnt das erste Spiel der CONCACAF Gold Cup. Also dieses Jahr war die Copa America, die EM und morgen fängt der Gold Cup an. So, fangen wir an mit der ersten Gruppe. Hier wollte ich nur mal sagen, Curaçao, eine Insel von den Niederländischen Antillen, ist dieses Jahr nicht dabei. Die wurden leider, glaube ich, die wollen nicht teilnehmen. Wegen mehreren positiven Corona-Fällen tretet Curaçao nicht an. Anstatt Curaçao ist jetzt Guatemala dabei. So, fangen wir an mit dem ersten Spiel. Mexiko gegen Trinidad und Tobago. Ich kann leider zu Trinidad und Tobago sehr wenig sagen. Die haben sich mal für eine WM qualifiziert. Der Rest weiß ich leider nicht. Okay, Trinidad und Tobago sind zwei Inseln. Und sonst weiß ich nichts darüber. Ich tippe hier ein 3:0 für Mexiko. El Salvador gegen Guatemala. Guatemala ist eigentlich an der Quali zum Gold Cup gescheitert. Aber wie gesagt, wegen Curaçao dürfen sie wieder teilnehmen. So, El Salvador gegen Guatemala tippe ich ein 2:1 für El Salvador. El Salvador ist hat sie auch schon mal für eine WM qualifiziert, sogar zweimal. Dann Trinidad und Tobago gegen El Salvador. El Salvador habe ich mir mal ein bisschen angeguckt, so schlecht sind die jetzt auch nicht. Die haben einige Spiele gewonnen, sind bei der Quali nicht so schlecht gewesen. Deswegen 0:1 für El Salvador. Dann nächstes Spiel Guatemala gegen Mexiko. Hier sehe ich Mexiko als viel stärker an, 0:2 für Mexiko. Dann Mexiko gegen El Salvador, da muss Mexiko das Spiel gewinnen. Und Guatemala gegen Trinidad und Tobago wird es 1:0. So, schauen wir uns mal die Gruppe mal genauer an. Auf Platz 1 ist Mexiko mit 9 Punkten. Auf Platz 2 ist El Salvador mit 6 Punkten. Auf Platz 3 ist Trinidad und Tobago mit 3 Punkten. Und mit 0 Punkten ist Guatemala letzter. So, dann kommen wir zur Gruppe B, da ist die USA dabei, Kanada, Haiti und Martinique. Hier das erste Spiel, Martinique gegen Kanada, hier tippe ich ein 3:0 für Kanada, Martinique. Und Guadeloupe ist auch noch hier dabei, sind die einzigen Nationen, die hier dabei sind, die kein offizielles FIFA-Mitglied sind. Finde ich lustig. Kanada, junge Mannschaft, gewinnt 3:0. USA gegen Haiti, Haiti herrscht ein bisschen Unruhen, da ist doch gleich der Präsident erschossen worden, so habe ich es mitbekommen. Aber hier tippe ich das für die USA 2:1 USA. Haiti gegen Kanada, hier tippe ich ein 1:2 Sieg für Kanada. Das einzige Spiel, was ich mir jemals vom Gold Cup angeguckt habe, war Haiti gegen Kanada, lustigerweise. Da hat am Ende Haiti das Spiel noch gedreht. Der Kommentator ist da ausgerastet gerufen. Haiti! Haiti! Haiti dreht das Spiel! Dann das nächste Spiel, Martinique gegen USA. Hier gewinnt es klar die USA mit 0:3. USA gegen Kanada, hier tippe ich ein Unentschieden. Und Martinique gegen Haiti tippe ich ein 1:2 für Haiti. Dann schauen wir uns mal die Tabelle an. Auf Platz 1 ist die USA, auf Platz 2 ist Kanada. Auf Platz 3 ist Haiti, qualifizieren sich jetzt nicht fürs Viertelfinale. Und auf Platz 4 ist Martinique. Nächste Gruppe, Gruppe C, dabei sind hier Guadeloupe, Costa Rica, Jamaika und Suriname. Erstes Spiel, Jamaika gegen Suriname. Jamaika finde ich eine super Truppe, habe ich mir mal angeguckt, spielen eigentlich gar nicht so einen schlechten Fußball. Jamaika gegen Suriname, 2:1 für Jamaika. Costa Rica gegen Guadeloupe, hier mache ich mir nichts vor, hier gewinnt es ganz klar Costa Rica mit 3:1. Guadeloupe, hier gewinnt es auch Jamaika mit 1:3. Suriname gegen Costa Rica. Ich finde es irgendwie für Jamaika und Costa Rica eigentlich eine leichte Gruppe. 0:2 gewinnt hier Costa Rica. Costa Rica gegen Jamaika, das wird endlich mal ein spannendes Spiel in dieser Gruppe. Hier gewinnt Costa Rica 1:0 gegen Jamaika. Dann Suriname gegen Guadeloupe, ist hier ein Sieg für Guadeloupe 1:0. Guadeloupe, obwohl sie kein FIFA-Mitglied sind, sind sie eigentlich beim Gold Cup eigentlich sehr stark. Kam, glaube ich, mal bis ins Halbfinale des Turniers, oder ich verwechsel die gerade mit Martinique. Keine Ahnung, vielleicht ist jemand, der sich hier besser auskennt. Weiter geht's, Gruppe D. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist da Katar dabei? Keine Ahnung warum. Als Gastgeber nicht, sondern als Gast sind sie dabei. Wurden einfach eingeladen. Ja, Katar ist hier dabei, Grenada ist dabei, Honduras ist dabei, Panama ist dabei. Dann fangen wir an, erstes Spiel, Katar gegen Panama. Hier tippe ich ein 1:1.
Honduras gegen Grenada. Hier machen wir uns nicht vor, Grenada wird hier ja kaputt gemacht. 14-0 für Honduras. Grenada gegen Katar. Zwei Inseln treffen aufeinander, obwohl Katar eine Halbinsel ist. Hier gewinnt Katar das 0-2. Panama gegen Honduras. Oh, hier habe ich mir schwer getan. Am Ende habe ich mich entschieden für Honduras 1-2. Honduras gegen Kanada. Gegen Kanada. Gegen Katar 0-0. Mein Tipp. Dann das nächste Spiel. Panama gegen Grenada. Wird es ein 3-1 für Panama. Dann schauen wir uns mal die Tabelle an. Auf Platz 1 ist Honduras. War mir eigentlich schon klar. Auf Platz 2 ist nicht Panama, sondern Katar. Dann auf Platz 3 ist Panama mit 4 Punkten. Und letzter ist Grenada mit 0 Punkten. Dann gehen wir in die K.O.-Phase rein. Da habe ich mir mal angeschaut, wie ist das System. Und das erste Spiel ist Sieger aus der Gruppe D gegen den Zweitplatzierten aus Gruppe A. Honduras gegen El Salvador. Hier ist mein Tipp 2-1 für Honduras. Mexiko gegen Kanada. Hier mache ich es kurz. Ich glaube nicht, dass Kanada gegen Mexiko überhaupt eine Chance hat. 3-0 für Mexiko. USA gegen Jamaika. USA finde ich eine talentierte Mannschaft mit Pulisic und Josh Sargent ist auch dabei. Und ein Spieler, den ich jetzt vergessen habe. Auf den komme ich gerade nicht. Wer ist das nochmal? Oh, habe ich Pulisic schon gesagt? Digga. Ey, ich sag so, talentierte Mannschaft und nenne nur zwei Spieler. Geil. USA gegen Jamaika. 1-0 Sieg für die USA. Costa Rica gegen Kanada. Kanada da eine junge Mannschaft. Ich habe gelesen, dass anscheinend Alfonso Davis nicht dabei ist. Das habe ich nur gelesen. Es kann sein, dass er wieder fit ist. Ich habe auch letztens bei der EM gesagt, dass Zlatan wieder fit ist. Am Ende war er doch nicht fit. Deswegen kann sein, dass ich jetzt wieder Büsche laber. Aber hier tippe ich einen 0-1 Sieg für Kanada. Dann kommen wir ins Halbfinale. Das ist mein Tipp. Honduras gegen Kanada. Mein Tipp ist da 0-1 für Kanada. Und Kanada zieht ins Finale ein. Mexiko gegen USA, das wird ein spannendes Spiel. In der Nations League sind sie im Finale gegeneinander getreten und da hat die USA gewonnen, hat den Cup gewonnen. Ja, in Nordamerika gibt es auch die Nations League, aber nur ein bisschen anders wie bei uns in Europa. Ja, hier ist mein Tipp aber, dass sich die Mexikaner sich rächen werden, in der Verlängerung das Spiel gewinnen werden, 3-2. Und Mexiko zieht ins Finale ein. So, weiter geht's. Mexiko gegen Kanada ist das Finale. Ja, sorry für die Kanadier, aber Mexiko gewinnt das 2-0. Und Mexiko ist nordamerikanischer Meister. War irgendwie schon klar, Mexiko mit Abstand mit die USA und vielleicht Costa Rica die beste Mannschaft auf deren Kontinent. Ja, brauchen wir nicht leugnen. So, das war's im Video. Bis zum nächsten Mal und wer wird eurer Meinung nach nordamerikanischer Meister? Wer gewinnt den Gold Cup? Ich würde fast wieder Copa America sagen. Ja, Leute, ich hatte hier viele Versprecher. Es tut mir leid. Ich bin auch kein Fußballexperte, bevor jetzt jemand reinschreibt, wie dumm bist du? Bist du lost? Du hast keine Ahnung vom Fußball. Ich habe auch nie gesagt, dass ich Ahnung vom Fußball habe. Deswegen ist das hier nur meine persönliche Meinung. Ich tippe nur als Fußballfan und nicht als Fußballexperte. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.